Da geht ja gut los hier. Erstmal willkommen zu WoW Dragonfly. Wir haben ja gestern aufgehört. Und machen auch direkt hier weiter. Ich hatte mich vorhin kurz mal eingeloggt, weil ich was nachschauen wollte. Jetzt mal irgendwie hier die Typen wegmachen. Wir haben nämlich jetzt seit gestern zwei neue Gildenmitglieder, deswegen habe ich das auch gerade gesagt, wenn es da Fragen gibt zu uns oder zu WoW, weil wir befinden uns ja noch im Aufbau, hatte ich ja gesagt, man da gerne fragen kann. Ansonsten sind habe ich das noch mit in der Aufnahme drin, aber hey. Achso, generell. Gute Frage. Genau, also bald also im Endeffekt ist es noch der Dugusa, auf den wir erwarten, und auch noch auf meinem Blutbrudersritter, dass wir da hoch genug sind, dass wir dann im Plus laufen können, beziehungsweise wir wollen es halt in der Woche machen und wollen halt natürlich auch versuchen, so viel wie möglich dann zusammen zu machen. Das hatte ich auch gestern in dem Video gemacht. Ja, aber es ist eine gute Frage. Wie läuft das generell? Also generell, wie gesagt, kann ja jeder halt in die Gilde, jeder, der möchte, jeder, der sagt, okay, ich habe da Bock drauf, ich bin aber halt nicht täglich da, ist kein Problem. Da er oder sie, ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt, ja, weiß der Fall, ist halt schwierig. Was haben wir? 13.12.22. Hat sie mich komplett rausgebracht. Oder eher, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich kann halt immer noch einen Charakternamen gehen. Ich würde aber, wenn die Person Lust hat, dann, ich kann nach meinem Nachfragen. Es tut mir leid, dass ich das gerade während der Aufnahme mache. Genau, Aufnahmen kann man neu starten. In dem Fall kann ich es aber nicht neu starten, weil ich die Quest schon abgegeben habe. Also es gehört halt dazu, dass man auch den Chat jetzt noch sieht. Es wird wahrscheinlich in Zukunft vielleicht so sein, dass ich das halt dann ausblende. Und dass man das Ganze nicht sieht. Ich habe jetzt schon das Mount angesehen. Es kommt ja jetzt, morgen ist es ja soweit, dass wir im Plus kommt und auch Raids kommen. Und solche Sachen. Ja, also das kommt dann alles. Deswegen müssen wir dann schauen, wie das dann läuft. Das weiß ich jetzt halt alles noch nicht. Ich bin jemand, der plant sehr gerne vor. Und versuche dann immer zu gucken, wie man das am besten machen kann.
So, jetzt versuche ich hier natürlich erstmal hier unsere Mobs zu machen. Jetzt warte ich darauf, dass die gerade ins Discord kommen. Damit ich halt den anderen Rang vergeben kann, weil wenn die bei uns ins Discord kommt, dann werdet ihr immer den einen Standardrang haben im Endeffekt. Das ist quasi so ein Rang, wo ihr eigentlich nichts machen könnt. Oder generell. Na, ist mich zu doof, meinen eigenen Namen zu schreiben. Wie ist einfach. So, habe ich jetzt meinen Namen richtig geschrieben? Achso, und die Nummer. Sekunde. Ja, probier's mal. Weißt du, wie unser Discord-Server hat eine Nummer? Nee, die wollte meine Nummer haben. Discord. Ja, das will sie ja machen, sie ist aber noch nicht auf dem Discord. Die braucht halt erst die Nummer, damit sie auf den Discord kommen kann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich bin gerade etwas überfordert. Es tut mir leid. Ich meine, ich kann halt diesen Hashtag kann ich halt nicht bei YouTube mit reinmachen, weil YouTube dann denkt, es ist ein Hashtag für was anderes. Weil ich habe jetzt gesehen in der Werbung für die Gilde. Es ist so, dass wir da. Sag mal schnell. Diese Hashtag-Nummer mit drin haben von meinem Sachen. Ja, das ist auch ganz, ganz blöd. Aber wie gesagt, wir nehmen gerne jeden, der mit möchte, im Plus laufen möchte oder sonst irgendwie mal zusammenspielen möchte. Oder irgendwie mit einem Zwink halt eine Gilde haben möchte, eine Alibi-Gilde. Deswegen, da, wie gesagt, da, wenn ihr sagt, ich spiele halt auch nur einmal die Woche, dann spielt er halt einmal die Woche. Das ist doch vollkommen Latte. Hä? Genau, von Montag bis Sonntagabends. Ja. Das, Post kommt. Ob mein Paket kommt? Mein Paket müsste nämlich auch die Tage kommen. Ich habe mich was bestellt. Nein, ich sage jetzt nicht, was ich bestellt habe. Das bedarf nicht. Ich glaube, dass. Ah, warte mal, da ist was angekommen. Gesendet hat die eine Freundschaftsfrage. Vorstehend. So, dann. Dabei. Auf unserem Server ist ein bisschen mehr los übrigens, falls ihr mal auf den Discord-Server kommt. Also wir haben dort einen Community-Server im Endeffekt. Direkt erstmal Gildenmitglied und Community, den Rang. So, dann... ja. So, genau. Das sind nämlich, also wir haben auf dem Server halt noch eine Community, also quasi unsere Community mit bei. Muss ich erstmal hier gucken, jetzt bin ich etwas, das nehme ich so rausgebracht hier. Und zwar ist es so, dass wenn halt jemand aus unserer Community streamt, da sind ja ein paar Leute bei, die mich halt auch unterstützt haben und wir unterstützen sie in dem Sinne. Ich habe hier keinen Quest im PC, nice.
In dem Sinne, dass wenn die gerade live gehen, dass die dann eine Benachrichtigung, also komplett eine Benachrichtigung. Wo bin ich denn drinne? Ja, ich glaube, das wäre eine relativ kurze Aufnahme heute. Respekt. Vielleicht beim nächsten Mal. So, sind zu weit gegangen. Na, no, die Totems haben wir nämlich schon. Dann würde ich nämlich gleich auf einen anderen Charakter umloggen. Weil das will ich nämlich jetzt nicht mit in der Aufnahme haben. Kämpft hart, ruht gut. Ehrlich, Tiere nicht mal. Ja, sind schöne Tiere. Zeigt keine Schwäche. Bekommen wir eine neue Quest, ja. Ruht euch aus. Genau, ruht euch aus. Richtig. Ah, sind auch sehr viele hier noch unterwegs. Wir sind aber fast Level 66, das gefällt mir ganz gut. Dann werde ich heute Abend versuchen, nochmal ein paar Folgen. Ah, toll, jetzt ist er gerade down. Aufzunehmen. Damit wir dann auf jeden Fall noch ein paar Sachen auf jeden Fall haben. Wie gesagt, jeder kann in die Gilde, wer möchte. Ansonsten guckt euch das Bewerbungsvideo an für die Gilde oder guckt in den Community-Tab, da steht es auch nochmal drin. Ihr müsst nicht unbedingt auf denselben Server spielen wie wir. Ihr könnt auch Allianz-Seite spielen und müsstet mich dann halt nur im Battle.net beziehungsweise müsstet dann einmal ins Discord kommen, dass ich euch dann auch adden kann beziehungsweise ihr mich adden könnt. Und dann können wir das Ganze dann auch zusammen machen. Warum habe ich hier so einen komischen Helm auf? Ah, verdammt. Jetzt hat er mich gerade angetitscht wahrscheinlich, wo ich den Screenshot gemacht habe. Dann kann ich mich gleich mal nach der Post gucken. Und dann würde ich nämlich gleich auf einen Link umloggen. Beziehungsweise kann das Video dann gleich schon mal rendern. Mal soweit fertig machen das Ganze. Ich weiß auch gar nicht, wie er oder sie heißt. Ein ganz komischer Name. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Kerl. Vom Bild her. Definitiv. Und wir haben noch ein Quest-Item bekommen, ein Medaillon. So, wohin muss ich denn jetzt? Ich muss jetzt direkt wieder zurück. Legendäre Häuptling. Muss man kurz gucken. Achso, da können wir direkt wieder zurückfliegen in die Höhle. Willkommen. Ich habe eine Geschichte für euch. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Wo sagt der Schaden? Zeigt er unterschätzt niemals und niemals die Gegner. Also wenn da jemand als Anführer tötet, kommt immer irgendjemand, der den ersetzt. Vielleicht beim nächsten Mal. Einsames Eisen. Bekommen wir hier? Wir bekommen einen Ring. Ruht euch aus. Kämpft hart. Ruht gut. Ich will nur noch auf diesen Kisten das Hordenzeichen.
Was habe ich denn hier bei uns noch? Glückshof. Das Glück ist euch hold. Feld. Auf bald. Ja, auf bald. Ja, ich habe mir auch so ein schönes Pet gezähmt. Also so ein Hund. Für meinen tierischen Arme Treffsicherheitsjäger, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich versuche so umzulaufen, dass es doch etwas schwierig sein kann. Achso, Lagervorräte brauchen wir noch eben. Die können wir auch noch mal eben schnell holen, würde ich sagen. Wenn ich sie finde. Wenn ich sie finde. So. Für ein Abenteuer? Vertraut eurem Adlerauge. Viel Glück. Da haben wir nochmal Rufpunkte bekommen. Wie gesagt, das mit dem Ruf ist vollkommen uninteressant. Respekt. Einsame Eisen. Okay. Wir bekommen direkt in 302. Nice. Und Level 66. Kämpft hart. Nice. Ja, habe ich hier auch noch nicht gemacht. Also, ne, hier sieht man das Ganze. Oh, es kommt hier noch was. Ich war genervt, nicht besorgt. War ich jetzt immer so ein bisschen grübel, weil wir haben früher haben wir die bekämpft, ne, die Zentauren. Wir haben gegen alles gekämpft im Endeffekt, ne, und jetzt ist es so, dass wir hier. Ich will das Tempo eher behalten, dass wir halt mit denen zusammenarbeiten im Endeffekt. Was natürlich auch sehr interessant ist, ne? Also wir arbeiten jetzt nicht mehr gegen die, obwohl das waren ja auch andere Zentauren damals mit Kane, ne, in Warcraft 3. Ich habe ja schon gesagt in Classic, wie weit sich jetzt dieser Unterschied einfach entwickelt hat. Raus damit. Ja, so, das machen wir noch. Euer Hüter. Endlich. Ihr seid sicher bald zurück. Jetzt haben wir die 4000 Ruf, da unterstützt das Abkommen. Das ist erstmal interessant. Fort mit euch. Jetzt haben wir direkt die nächste Quest angenommen, ohne zu lesen. Das ist nicht nett. An den Toren warten. Haltet uns nicht auf. Tun wir ja auch nicht. Ja, lasst uns nicht warten. Genau, ich lasse euch auch nicht warten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.